Du hast einen Muslim, der hier aufgewachsen ist und hatte lange Zeit nichts mit der Religion zu tun. Und wie das hier so ist, hat er irgendwann sich in der Schule eine Freundin genommen. Das ist etwas sehr Normales. Und hat sie jetzt einige Jahre. Und dann irgendwann regt sich etwas in seinem Herzen und er kommt zurück zur Religion. Er kommt zurück zur Religion. Und eigentlich weiß er, das ist die Wahrheit, und er möchte auch anfangen zu praktizieren. Er möchte anfangen zu beten. Das ist der erste Schritt sowieso. Alles andere, es geht jetzt erstmal nur um das Gebet. Das muss nicht mal die Freundin sein, das kann auch andere Dinge sein. Aber es ist nur ein Beispiel. Jetzt kommt Shaitan zu ihm und sagt ihm, du willst vor Allah stehen mit dieser Katastrophe? Guck mal, was du nachts machst. Du kannst hier vor Allah stehen. Geht doch gar nicht. Das ist die eine ultimative, katastrophale Sache. Und du weißt ja, wenn du den ersten Schritt zu Allah zurücktun willst, dann musst du erstmal damit abschließen. Vorher brauchst du gar nicht darüber nachdenken. Das ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache, dass du zu Allah zurück willst, aber so geht das nicht. So geht das nicht. Und er macht das gigantisch groß. Diese Sache macht er so groß für ihn, dass er jede Hoffnung verliert, auch nur einen Schritt auf Allah zurückzugehen. Das ist alles Shaitan. Es gibt nichts bei uns in der Religion. Gar nichts. Ein Bruder in meiner Heimatstadt Münster erzählte mir mal, der war später derjenige, der in der Moschee den Adhan gemacht hat. Aber der war nicht immer so. Der erzählte mir, als er nach Deutschland kam, hat er die ganze Religion vergessen. Ist in Jordanien aufgewachsen, aber kam nach Deutschland und hat das Leben hier genossen. Wow, was haben sich hier für Möglichkeiten ergeben. Und irgendwann hat das bei ihm so Klick gemacht und sagte, wow, das geht nicht mehr. Jetzt hatte er im Studentenwohnheim gewohnt, mit seiner Freundin in seinem Zimmer. Und er erzählte mir, nachts war ich mit meiner Freundin, morgens habe ich mich geduscht und bin runtergegangen zu den Brüdern unten, die gebetet haben. Und so war sein Leben. Das natürlich ist indiskutabel, wir brauchen nicht darüber zu reden, was das für eine Sünde ist, aber er hat sich nicht davon abhalten lassen. Das ist der Punkt von dem Ganzen. Und so sind viele Leute da draußen. Und der Shaitan macht sie verrückt und sagt, das ist so eine gigantische Sache, du kannst nicht zu Allah zurück. Für ihn ist das gewaltig groß. Jetzt hast du einen anderen. Ein anderer ist ein praktizierender Muslim. Vielleicht hier in der Moschee, wir kennen ihn. Nein, nicht hier in der Moschee, das ist kein Beispiel hier aus der Moschee. Ich rede allgemein. Aber es kann sein, dass jemand so schon lange bei der Religion ist und er praktiziert und er sucht eine Frau und findet keine und jetzt denkt er irgendwann, okay, das ist so schwer, eine Frau zu finden. Ich nehme mir einfach mal eine Freundin. Die Leute haben es hier und es muss keiner entdecken und ich kann ja jederzeit zu Allah zurück. Zu ihm kommt der Shaitan und sagt ihm, ja, warum nicht? Das ist keine große Sache, du bist immer noch Muslim. Und Allah verzeiht alle Sünden, also so schlimm ist das nicht. Ja, ist nicht ganz richtig, aber für ihn macht er die Sache klein. Denn wenn er das für ihn klein macht, ist das für ihn in seiner Situation der passende Weg, um ihn von Allah zurückzuführen. Es ist dieselbe Sache, dieselbe Angelegenheit, die einmal gigantisch groß gemacht wird und einmal eine Banalität wird. Aber das ist nur Shaitan. Er kennt deine Situation, er kennt dein Herz, weiß, wie du tickst, was deine Schwachstellen sind und er nutzt sie gegen dich. Das ist von links und von rechts, von vorne, von hinten kommen. Er nutzt einfach alles, was ihm in die Finger kommt.